ist jetzt nichts Schlechtes. Vor allem die ganzen Regierungen, viele Firmen, World Economic Forum, die gehen immer mehr darauf ein, dass wir im Bereich erneuerbare Energien gehen müssen. Und ich habe euch ja heute in den News gezeigt gehabt, wie die anfangen, gegen Bitcoin anzustinken. Der Iran, oh, wir haben Stromausfälle gehabt, Krankenhäuser, Firmen und Kindergärten, was weiß ich, haben keinen Strom gehabt, weil wir Bitcoin-Mining erlaubt haben und all sowas. Die stinken jetzt immer mehr und immer mehr gegen Bitcoin an. Gut, dass Elon Musk das so hinterlistig durch Tesla gemacht hat, kann man auch verstehen. Der kriegt halt, soweit ich weiß, Unterstützung auch vom Staat, dass er halt erneuerbare Energien fördert, also was mit seinen Elektroautos. Und das hätte seine Firma einfach in einem richtig schlechten Bild dastehen lassen, wenn er einerseits dieses ganze Grüne und den Carbon Footprint fördert durch seine Elektroautos und andererseits dann gerade die Kryptowährung als Zahlungsmittel nutzt, die den meisten Strom frisst, kann man verstehen, dass er dann gesagt hat, nee, nehme ich nicht mehr an. Aber wie ihr sehen könnt, geht das immer mehr in die Richtung. Und meiner Meinung nach, ja, die Coins, die Blockchain, diesen Carbon Footprint verringern kann, die wird in Zukunft auf jeden Fall stärkeren Andrang finden, vor allem aus der kommerziellen Ebene, statt andere Coins. Meistens Proof-of-Work-Coins, die, wenn sie nicht über eine zweite Layer laufen und weniger Strom verbrauchen, wesentlich viel Strom verbrauchen als Proof-of-Stake oder andere Mechanismen.